Hallo zusammen und herzlich willkommen für ein neues Interview auf Deutsch, also diesmal auf Vordeutsch und nicht auf Schweizerdeutsch, um die Reichweite vielleicht zu vergrößern. Da es heute um ein internationales Thema geht, die U21 Europameisterschaft und zwar aus der Schweizer Perspektive, die mit den eigenen Juwelen im Kader ausländischer Vereine trotzdem interessieren sollte. Dafür ist heute der Schweizer Fußballexperte und Gründer von der Webseite Bolzplatz Emanuel Staub bei mir zu Gast. Also danke, dass du da bist und kannst du dich und den Blog vielleicht mal vorstellen, Emanuel? Sehr gerne. Ich bin Emanuel Staub, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Winterthur. Ich betreibe jetzt seit gut 3 Jahren die Fußballplattform Bolzplatz. Wir sind eine Social-Media-Plattform, die sich dem Schweizer Fußball widmet, mit Fokus auf jungen Spielern gerade und Talenten, die nachrücken, mit Artikeln auf unserer Webseite und eigenen Social-Media-Konten. Und ja, wir versuchen da mit einem kleinen Team stetig zu wachsen und für uns natürlich solche Kooperationen wie jetzt hier mit dir, Maxim, immer sehr interessant und so können wir Synergien nutzen und das freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich freue mich auch auf den Austausch und ja, gute Vorstellung. Dann können wir gleich starten, also mit dem ersten Thema. Und zwar, ich wollte erstmals auf die Qualifikation zurückblicken. Die Mannschaft von damaligen Trainer Mauro Lustrinelli zeigte Dominanz. Nur ein Spiel hat sie gegen die Niederländer verloren, was im Endeffekt für, und ja, es war eigentlich knapp. Und was im Endeffekt für die Qualifikation den Unterschied machte, da knapp war es eben auch, um das direkte Ticket nach Rumänien und Georgien zu holen, oder? Genau, ja. Also das war knapp. Die Schweiz hat sich als beste Gruppenzweite qualifiziert, direkt fürs Turnier. Gruppensieger in einer Gruppe mit Niederlande, Moldawien, Wales, Bulgarien und Gibraltar wurde dann die Niederlande mit 3 Punkten Vorsprung. Und wie du richtig gesagt hast, der entscheidende Unterschied war, dass Rückspiel zwischen der Schweiz und den Niederlanden, also die zweite Begegnung auswärts in den Niederlanden, die Schweiz verloren hat. Das Hinspiel noch, das fand in Lausanne statt, damals noch mit Noah Okafor in der Startelf. War ein tolles Spiel, ein sehr interessantes Spiel, damals in einem Unentschieden geendet hat. Und insofern hat sich hier die Schweiz natürlich mit dem zweiten Platz begnügen müssen, aber weil eigentlich all die Pflichtaufgaben in den anderen Partien erledigt wurde, ist man am Ende trotzdem auf 23 Punkte gekommen und mit einem guten Torverhältnis dann. Von plus 16 hat man sich als bester Gruppenzweiter direkt qualifizieren können. Was eigentlich ein großer Erfolg ist, vor allem wenn man bedenkt, dass das jetzt schon die zweite Euro-Teilnahme in Serie ist für die U21. Und davor hatte man eine lange Durststrecke, eine lange Absenz von fast 10 Jahren, wo die Schweiz gar nicht vertreten war an einer Euro. Und jetzt, dass man zweimal nacheinander qualifiziert ist, ist eigentlich ein großes Ausrufezeichen und spricht auch nicht nur für die Ausbildung in der Schweiz, die wirklich gute Fortschritte gemacht hat, sondern auch für diese neue, sehr interessante Generation an Talenten, die jetzt nachrückt. Und ich denke, da können wir uns aus Schweizer Perspektive auf einiges freuen. Ja, auf jeden Fall. Und dies trotz der, obwohl der Trainer ja nicht mehr der gleiche ist, weil ja eigentlich im Sommer 2022 wechselte in Mauro Lustrinelli zu FC Thun, was den Zugang von ehemaligen Basel-Trainer Patrick Rahmen verursachte. Wie würdest du sagen, hat man diesen Trainerwechsel spüren können, obwohl ja der Kontext je nach Gegner und Aufgeboten von Yakin natürlich jeweils anders war? Nun, ganz ehrlich finde ich, dass man den Wechsel jetzt aus außenstehender Perspektive gar nicht mal groß bemerkt hat. Klar, es gab eine Systemumstellung unter Patrick Rahmen. Ich denke, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Aber grundsätzlich hat sich die Atmosphäre im Team und auch so, wie die Mannschaft wahrgenommen wird, nicht groß verändert. Und ich denke, das spricht auch wieder für dieses Projekt. U21, Mission 21, wie der SFV dieses Projekt ja getauft hat, das jetzt seit mehreren Jahren wirklich großen Erfolg hat und man merkt, das ist eine Einheit, eine Gruppe, die gern zusammen ist von Spielern, die sich kennt, die sich seit Jahren kennt, die miteinander schon große Erfolge feiern durfte. Und
da jetzt Patrick Rahmen an der Seitenlinie steht oder Mauro Lustenelli, macht meiner Meinung nach keinen wahnsinnig großen Unterschied. Deswegen finde ich auch nicht, dass es einen wirklich spürbaren Unterschied jetzt gibt zwischen Lustenelli oder Rahmen, rein vom Feeling her. Weil, wie gesagt, so das Ziel Mission 21, so diese Vision steht immer noch im Vordergrund. Und wie ich schon gesagt habe, da kann am Ende stehen, wer will. Ich denke, macht keinen großen Unterschied, weil die Mannschaft ist talentiert, diese Vision funktioniert und die Leute interessieren sich für die Nationalmannschaft. Ja, also man kann sagen, für den SFV war das wirklich ein reibungsloser Wechsel. War ich natürlich nicht unbedingt so vorhersehbar, dass es genau so kommen musste, aber für den SFV ist es das Beste, was passieren konnte, oder? Dass du eigentlich nicht das Gefühl hast, dass sich groß etwas verändert hat. Diese Kontinuität, ich denke, das ist ein großer positiver Punkt für den SFV. Ja, und wie gesagt, also es gab natürlich schon Abgänge und Zugänge, also aber die hätten auch mit Lustrinelli passiert. Also zum Beispiel der Mbimbi, der also eine schwierige Saison bei Kambu auf Leihbasis gehabt hat, ist ja nicht mehr im Kader. Oder der Nwankwo Afor, der eben nicht mehr im Kader ist, aber aus anderen Gründen eigentlich, weil er so gut leistet. Also das wäre auch natürlich der Fall mit dem Mauro mit dem Lustrinelli gewesen sein. Ja, genau. Halt, oder dass Mbimbi jetzt keine große Rolle mehr spielt, hat nicht unbedingt mit Patrick Rahmen etwas zu tun, sondern mit seiner Entwicklung, die ins Stocken geraten ist, leider mit seiner Karriereplanung, die nicht so funktioniert hat, wie man sich das erhofft hat. Und du sagst das genau richtig. Auch Lustrinelli hätte aktuell wohl keine Verwendung für Mbimbi. Und etwas Ähnliches gilt auch für Alexandre Jankiewicz, der ja an der letzten Euro noch die große Entdeckung war im Schweizer Team. Ein sehr interessanter Spieler damals. Wir alle dachten, wow, was für ein Talent, der kommt jetzt richtig. Dann kam der Wechsel zu eBay und auch er hat es irgendwie nicht geschafft, sich wirklich bis jetzt richtig durchzusetzen im Profifußball. Und auch das ist dann natürlich ein großer Grund, warum ihm andere Spieler den Rang abgelaufen haben und warum er jetzt unter Patrick Rahmen eigentlich so gut wie keine Rolle mehr spielt. Und Kern der Mannschaft ist eigentlich immer noch derselbe unter Lustrinelli. Das sind immer noch dieselben Spieler. Simon Sohm, Leonidas Dergiou, Bečiro Maragić, Amir Saipi, Filip Stojković, Danan Doj, Kastriot Imeri. Der Kern ist zusammengeblieben. Und wenn da jetzt einzelne Puzzlestücke natürlich anders sind, ist das nicht unbedingt mit Patrick Kramers Präferenzen zu begründen, sondern eben mehr mit der Entwicklung gewisser Spieler, die vielleicht anders verlaufen ist, als man sich das erhofft hat. Ja, genau. Und basierend auf das Aufgebot, aber auch auf die Freundschaftsspiele unter Rahmen, wird bei der U21 EM die Schweizer Aufstellung meiner Meinung nach so wie auf dem Bildschirm dargestellt aussehen. Also ich teile jetzt eben mein Bildschirm. So, genau. Kannst du die Aufstellung sehen hier? Perfekt. Also ich mache es noch größer. Genau. Also so würde die Aufstellung meiner Meinung nach aussehen bei der EM. Also 4-2-3-1, was auch Rahmens Spielsystem beim FC Basel war. Zwar mit folgenden Feldspielern: Omer Agic als Rechtsverteidiger, statt Levin Blum, der Linksverteidiger wäre, aufgrund des Mangels auf dieser Position. Und im Mittelfeld würde die Doppel-6 aus Yashari und Sohm bestehen. Die Flügelspieler wären Imeri auf der linken Seite und Endoy auf der rechten Seite, wohingegen Rieder als Zehner und Amdouni im Sturm stehen würden. Also denkst du erstmals, dass dies realistisch aussieht? Und wie glaubst du, Rahmen, die der Startelf auf der Torwart- und Innenverteidigerpositionen ergänzen wird? Ja, also ich denke, das ist im Gerüst ungefähr das, was man sich vorstellen kann. Seki Amdouni natürlich hier ist eine spannende Personalie, weil er ja jetzt zum Beginn der Vorbereitung fehlt, weil er mit der A-Nationalmannschaft unterwegs ist. Nach den Euro-Qualifikationsspielen mit der Nazi gegen Andorra und Rumänien ist dann die Idee, dass er zurückkommt in die U21 für das Turnier. Er hat jetzt aber die gesamte Vorbereitung mit der Mannschaft verpasst. Aber klar ist er fit. Dann darf man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er spielen wird. Vom System her wird Patrick Rahmen ziemlich sicher so spielen. Die 2-3-1 ist
Ich denke, gesetzt sind ganz sicher Danne Doi auf der rechten Seite, Fabian Rieder war sehr wahrscheinlich auf dieser Zehnerposition, Imery vermutlich auf dieser Flügelposition, wobei er ja eigentlich kein klassischer Flügel ist, da fehlt ihm ein bisschen die Geschwindigkeit, aber er bewegt sich sehr gut zwischen den Linien, hat sehr gute Standards, ein toller Techniker. Er wird auf jeden Fall in der Startformation spielen. Hier gibt es vielleicht auch die Option, dass Imery auf die Zehn rücken würde und dann Rieder auf die Seite, wie er es auch schon unter anderem bei der A-Nationalmannschaft gespielt hat, aber auch bei IBE. Aufgrund von der, ja, von der defensiven Arbeit, vielleicht, weil ja Riede ist ja mehr geeignet, diese defensive Arbeit auf der Seite zu leisten, statt Genau. ja, im Vergleich mit Timéri. Also das wäre, also diesen Wechsel habe ich auch gedacht, ja. Genau, aber ansonsten nochmal, es geht zu Startelf. Jakari wird gesetzt sein, Simon Sohm nehme ich auch an, der mit seiner Physis ein wichtiges Element ins Mittelfeld bringt, das mit Yashari und Rieder eigentlich jetzt noch nicht vorhanden ist. Sind beides überragende Fußballer, keine Frage, aber es fehlt da vielleicht, wenn man einfach jetzt Yashari und Rieder zusammen im Mittelfeld hat, ein wenig an physischer Durchschlagskraft. Und Simon Sohm ist natürlich, der ist ein Tank, oder der hat Kraft, der hat Power, kommt über die Physis, der wird da dem Spiel sehr gut tun. Außenverteidigung, hast du richtig gesagt, das ist die Problemzone, die einzige wirkliche Problemzone. Wir haben keinen einzigen gelernten Linksverteidiger im Kader, weil es schlicht keine wirklich aktuelle Namen, die da in Frage kommen, gibt es nicht. Deswegen wird Levin Blum ziemlich sicher auf der linken Seite spielen. Er kann das. Omer Agic hat in der Vergangenheit auch schon als Rechtsverteidiger gespielt. Ebenfalls mit seinen spielerischen Fähigkeiten ist er auch von der Seite aus eine gute Option, denke ich. Und dann ist natürlich der Konkurrenzkampf sehr interessant in der Innenverteidigung. Da haben wir drei Spieler von Qualität, die sich um zwei Positionen streiten. Leonidas Dergiou, meiner Meinung nach wahrscheinlich gesetzt sein wird, und Nicola Vujo und Marco Burch, die sich um den zweiten Platz streiten. Zuletzt hat Nicola Vujo gespielt gegen Spanien und Israel, aber aus dem Grund, weil Marco Burch verletzt war. Ich würde davon ausgehen, dass Marco Burch spielt, einfach weil er schon länger eine tragende Rolle hat in der U21. Vujo jetzt erst in den letzten Monaten so in diese Startformation gerückt. Aber wenn Burch fit war in der Vergangenheit, hat Burch normalerweise gespielt. Und Burch hat auch ein Element, das für ihn spricht, das vielleicht für die Schweiz wichtig sein könnte. Und zwar hat er eine relativ große offensive Gefährlichkeit bei Standards. Er erzielt immer wieder Tore nach Eckbällen, nach Freistößen in der Box. Und gerade für die Schweiz, wenn sie hier gegen große Gegner antreten muss, könnten solche Standards eine wichtige Option sein, ein wichtiges Lösungsmittel. Und wenn du da einen Innenverteidiger hast, der Standardtore erzielen kann per Kopf, ist das sicher eine wichtige oder zumindest eine interessante Option. Deswegen würde ich, ja. Wobei es hilft auch, dass er eben beim FC Luzern spielt, weil dort, also ich glaube, das ist die Mannschaft, die am meisten Tore von Eckbällen in der Superliga geschossen hat. Also Genau. das könnte Das auch, kommt von da, genau. Das genau. kommt von dort, diese Gefährlichkeit. Ganz genau, ja. Und dann im Tor gibt es wahrscheinlich einen Zweikampf zwischen Marvin Keller und Amir Saipi, wobei ich glaube, dass Amir Saipi gesetzt sein wird. Hat jetzt zuletzt gerade auch im Cup-Final nicht die beste Figur gemacht. Er ist immer mal wieder für kleinere Aussätze vielleicht gut, aber trotzdem ein überragender Torwart in meinen Augen mit großem Talent. Marvin Keller hat es jetzt auch sehr gut gemacht bei den Young Boys und hatte davor wirklich fantastisch gespielt beim FC Wiel in der Challenge League. Also hier muss man sich keine Sorgen machen. Ich denke aber, dass Saipi Nummer 1 starten wird ins Turnier. Ja, in der Schweiz muss man sich nie Sorge für die Torwartposition machen, aber der Cup-Final könnte eben entscheidend sein. Also es kann sein, dass eben Marvin Keller aufgrund des Cup-Finals vielleicht dann von Rahmen die Nummer 1 geworden ist. Also weil ja, er hat so eine Leistung beim Cup-Final gebracht. Also es könnte sein, dass die Balance auf seine Seite kippt, aber ich glaube es auch nicht. Also ein Spiel kann ja auch nicht alles entscheiden, ne? Ja.
Ja, also man könnte sagen, das Momentum, ein Wort, das ja Murat Yakin sehr gerne benutzt, das Momentum spricht vielleicht ein wenig für Marvin Keller, aber die Erfahrung, die Saibi im U21-Nationalteam hat, ist deutlich größer als Keller. Deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, dass Saibi spielen wird. Ja, und auch wichtig zu erwähnen, glaube ich, zum Spielsystem. Also der Yashari, der gibt also natürlich auch ziemlich oft ab, um so ein der dritte Innenverteidiger zu sein. Und deswegen ist Sohm auch so wichtig, weil er diese Bewegungen also gut kompensieren kann. Mit dem Fabian Riede auch, der wird sicher auch manchmal entweder auf die Seite oder im Zentrum ein wenig abkippen. Also Sohm kann eben auch dieser Spieler sein, der solche Bewegungen kompensiert, oder? Absolut, ja, absolut. Also, und in einer wichtigen, also nochmal muss ich die Gruppe vorstellen. Also die Schweiz will gegen Frankreich, Italien und Norwegen spielen. Also vielleicht war Ja, wird der Spielplan ein wenig anders sein und deswegen könnte er auch ran auf Marco Burch setzen, da Tore können eben von Standards kommen, aber ein wichtiger Spieler wird sicher Danendoy sein, weil er eben bei schnellen Angriffen so wichtig ist, also ja, glaubst du, dass er eben diese Spiele, ja, der Hoffnungsträger von der U21 Nazi sein könnte? Hoffnungsträger weiß ich nicht. Ich denke, dass ein Doi ganz sicher gesetzt sein wird. Und wie du es richtig sagst, mit seiner Explosivität, seiner Geschwindigkeit ist er ein wichtiger Faktor, gerade im Umschaltspiel. Ein Doi ist der prädestinierte Konterstürmer. Und zu solchen Kontern wird die Schweiz hoffentlich zu einigen kommen, gerade halt, weil man gegen große Gegner spielt. Hoffnungsträger sind für mich aber andere Spieler. Ein Wiki Amdouni wäre für mich der Hoffnungsträger Nummer 1 in der Offensive, einfach weil er noch einmal eine andere, wie soll ich sagen, ein anderes Qualitätslevel hat in Bezug zu allem, was in der Box passiert, sage ich mal. Amdouni hat es auch in der Liga bewiesen, in der Conference League. Er ist derjenige Spieler, der Tore erzielen kann. Ndoye fehlt in meinen Augen noch ein wenig die Effizienz und auch die Effektivität seiner Dribblings. Da ist vieles im Ansatz gut, aber oft fehlt das Endprodukt. Also, oder der Output eigentlich ist noch nicht so, wie man sich das erhoffen würde von einem Spieler seiner Möglichkeiten. In der U21-Nazi hat er, so scored er regelmäßiger als beim FC Basel, interessanterweise. Eben, Aber eben. ich würde trotzdem davon ausgehen, dass Nduni eher derjenige sein wird, der die wichtigen Tore erzielen kann. Ein anderer Hoffnungsträger ist natürlich Fabian Rieder, der ja eigentlich überhaupt nichts mehr in dieser U21 zu suchen hat. Er war an der WM mit dabei. Er hat jetzt auch in der Anfangs-Euro-Qualifikation mit der A-Nazi gespielt gegen Weißrussland. Er ist ein Spieler, den man in der Schweiz vielleicht alle, ja, ich weiß nicht, vielleicht alle 10 Jahre mal hervorbringt. Und er ist schon der Unterschiedsspieler, denke ich. Halt vielleicht jetzt nicht in Zone 3, aber in allem, was sonst geschieht, ist er der wichtigste Spieler auf dem Platz für die Nazi, bin ich mir ziemlich sicher. Und insofern wird er auch der Hoffnungsträger sein. Ja, und vor allem Definitiv. auch wegen seiner, also aufgrund seines Profils, weil er wird eben sicher viele, viele Bälle zurückerobern und dann starten können. Also von dem her ist er sicher, könnte er eben den Unterschied machen, so wie vielleicht auch, also Yashari, obwohl es, ja, wenn man gegen schwierige Konter, also wenn man nicht so viele wenn die Schweiz nicht so viel den Ball hat, wird es ja vielleicht für ihn schwieriger zu sein, sich wirklich zu zeigen, der Yashari, aber auch sicher ein Hoffnungsträger, oder? Ja, würde ich auch so sagen.
Genau, und es wird wirklich interessant zu sehen sein, wie Rieder und Yashari gemeinsam im Mittelfeld harmonieren. Oder weil das die beiden großen Mittelfeldjuwelen sind der Schweiz jetzt, wird mich das sehr interessieren, oder wie das dann im Endeffekt aussieht. Aber ja, du hast natürlich recht, auch Yashari kann man hier als Hoffnungsträger absolut dazu zählen. Ja, so insgesamt, oder wenn man auf dieses Team blickt und jetzt sehen wir sich nochmal in den Kopf ruft, dass man da immer noch ein Sergiu hat in der Innenverteidigung, ein Vujo oder ein Burch. Also das sieht schon sehr, sehr toll aus und da darf man sich auf einiges freuen. Ja, und in solchen Spielen könnte vielleicht der Unterschied mit Spielen wie Stojljkovic und Darijan Malić, also je nach meiner Aufstellung, aus der Bank kommen. Und wer könnte für dich dieser Super Joker sein? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hätte jetzt weder Males noch Stojkovic genannt. Okay. In meinen Augen hat die Schweiz einen anderen Offensivspieler, der prädestinierte Joker ist in diesem Turnier. Das ist Julian von Moos. Ein Spieler mit extrem hoher Explosivität, mit einer unglaublichen Dynamik. Ein frecher Spieler, sehr stark im 1 gegen 1 entwickelt. Extremen Zug mit dem Ball am Fuß in Richtung Tor. Hat jetzt auch hier im Frühling gegen Israel sein allererstes Tor für die U21 erzielt. Davor kam er eben aufgrund der starken Konkurrenz noch nicht wirklich zum Zug. Und ich denke, jetzt an der Euro wird er eine Option sein. Wahrscheinlich die erste Option von der Bank in der Offensive, nehme ich an, für die Flügelposition zumindest. Vielleicht für Und ich einen denke, Ribéry, oder? möglicherweise genau. Und ich denke, wenn die Schweiz dann in einem Spiel Impulse braucht von der Bank, wird Rahmen auf Julian von Moos zurückgreifen und ihn aufs Feld schicken, weil er hat eben diese Energie hat, die sonst kaum ein Spieler hat in dieser Mannschaft. Und ich denke, genau dadurch ist er der prädestinierte Superjoker. Okay. Und zweimal war die Schweiz bei der U21 Europameisterschaft ziemlich erfolgreich. Also erstens in 2002 mit seinem Halbfinale, dank Spielern wie Grichting, Manja, Cabanas, Gigax, Alexander Frey. Und zweitens in 2011 mit einer Silbermedaille, dank Spielern wie Sommer, Xhaka, Fabian Frey, Shaqiri. Also könnte 2023 im Sinne von Leistung und Generation für die Schweiz ein weiterer Meilenstein sein. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das einfach eine Mannschaft ist, die also eine Quantität an Talent mitbringt, die wir so sonst sehr selten sehen auf dieser Stufe, oder? Und ich denke, allein schon deswegen, weil das wirklich eine große Gruppe sehr talentierter Spieler ist, kann das eine weitere goldene Generation werden, bin ich absolut bei dir, ja. Ja, und eben als wir dieses Video drehen, sind noch, also 27 Spieler im Aufgebot, aber ein paar müssen weg, da die begrenzte Anzahl für die EM nicht so hoch sein darf. Aber so einen guten Kader hatten wir bis dahin nicht. Also wirklich an die Menge von Talenten, von talentierten Spielern, wie du sagst. Also welche dieser Spieler könnten in den nächsten Jahren die Hoffnungsträger der A-Nationalmannschaft werden? Also je nach Mangel auf einigen Positionen, weil man denkt vielleicht nicht gerade, aber ich glaube, auf den Außenverteidigerpositionen ist Luft nach oben und da könnte sich vielleicht ein Levin Blum und ein Omer Agic also ziemlich bald schon etablieren, oder? Ja, absolut. Was ja interessant ist, ist, dass aus dieser Generation, jetzt aus dieser Mannschaft, ist so gut, dass etliche Spieler schon in der A-Nationalmannschaft debütiert haben. Also, wenn man jetzt allein schon auf diese Aufstellung blickt, haben alle, hat der Levin Blum schon ein Länderspiel bestritten für die A-Nationalmannschaft, oder? Das zeigt, wie groß Potenzial und das zumindest diese Mannschaft ist. Deswegen denke ich, dass jeder Spieler für sich ein Hoffnungsträger für die A-Nationalmannschaft sein kann, weil jeder hier schon bewiesen hat, dass er wirklich eine ernsthafte Option ist für die Nazi. Ja, ich denke aber vor allem Fabian Rieder natürlich, Sekhi Hamdouni natürlich, Adel Yashari natürlich. Sie werden auf Jahre hinaus das Gerüst der Nationalmannschaft sein. Nationalmannschaft. Und sicher wichtige, wichtige Spiele für die Schweiz werden. Ich habe allerdings noch einen Spieler, den ich hier gerne nennen will, der jetzt überhaupt noch nicht besprochen wurde, dem ich es auch zutraue, dann auf Sicht
in der Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen. Und das ist Severin Ottiger, der interessanterweise jetzt zum allerersten Mal aufgeboten wurde für diesen Turnier. Die U21, davor hat er hier noch keine Rolle gespielt. Ein Linksverteidiger vom FC Luzern, der jetzt in der Rückrunde dort sich einen Stammplatz erobert hat. Meiner Meinung nach ein sehr interessanter Außenverteidiger, nochmal ein anderes Profil als Levin Blum. Ist athletischer, aggressiver, robuster, spielerisch vielleicht noch nicht ganz auf dem Level von Blum, aber einfach eine Rakete oder ein wie soll ich sagen, ein Fighter. Und ich denke, solche Spielertypen tun der Schweiz gut, weil man eben halt schon noch nicht zur, man gehört halt nicht zur absoluten Weltspitze als Schweiz. Das heißt, du wirst immer wieder diese Spiele haben, wo du halt einfach immer noch der Underdog bist. Und da sind solche Verteidiger mit diesen Attributen, Aggressivität, Biss, Einsatzwille, Athletik, das A und O. Und ich denke, deswegen wird Ottiger auf Sicht, vor allem wenn er auch in der nächsten Saison nochmal Stammspieler wirft bei Luzern, sich dadurch vielleicht für einen Auslandwechsel empfehlen kann, denke ich, dass Ottiger auch für die A-Nationalmannschaft interessant wird. Ja, ein Spieler, der sicher diese Mentalität, also eine gute Mentalität, der Mannschaft bringen kann. Also das auf jeden Fall. Und eben nächste Saison werden Omeragic und vielleicht Baresz mit Montpellier und Stojkovic mit Darmstadt Top 5 Ligen Fußball spielen. Also wer, denkst du, schafft aus diesem Kader nach einer guten U21 EM den Sprung in eine solche Liga? Also über einen möglichen Transfer von Yashari und Riede wird schon geredet, aber wer noch sonst? Ja, ich denke, natürlichen Kandidaten hier, wie du schon gesagt hast, Rieder, Yashari, da kann man damit rechnen, dass der Wechsel kommt. Bei Omoragic ist er bereits passiert. Amdouni hat jetzt zwar beim FC Basel noch einen langfristigen Vertrag, aber auch hier, denke ich, sind die Chancen relativ gut, dass er ins Ausland wechselt. Imeri, denke ich, braucht noch eine Saison in Bern. Deinen Doi, denke ich, sollte auch noch mal ein Jahr anhängen in der Schweiz. Levin Blum ebenfalls, da kommt der Wechsel noch ein bisschen zu früh. Aber ansonsten ist sehr interessant zum Beispiel, was mit Darian Malles passiert. Da wurde ja die Option vom FC Basel nicht gezogen, sprich, er wechselt zu Inter Mailand zurück. Bei Inter Mailand, da wird er wahrscheinlich keine Chance haben. Aber da ist jetzt die Frage, was geschieht mit ihm? Kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht ein etwas kleinerer Club als eine Top-5-Liga hier Interesse haben wird. Dann natürlich Leonidas Stergiou, da ist der Zeitpunkt jetzt gekommen. Das Problem ist natürlich, dass er von seiner Größe her nicht das gewünschte Innenverteidigerprofil für die meisten Top-5-Ligen erfüllt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht in eine andere Liga geht, wie Österreich. Da wurde Salzburg bereits erwähnt, vielleicht Belgien, vielleicht die Niederlande. Wir werden sehen. Auch Marco Burch würde mich nicht erstaunen, wenn er einen Transfer bekommt. Aber auch das werden wir noch sehen. Aber ich denke, die absolut die No-Brainer von Spielern, die gehen werden in diesem Sommer, sind sicher Jari Rieder und mit Abstrichen Amdouni. Ja, genau. Und auch, also Marco Busch hat, also der Vertrag von Marco Busch beim FC Luzern läuft nächster Sommer, also in 2024 ab. Also das könnte sicher auch eine gute Option sein für Top 5 Ligen, also für Vereine aus den Top 5 Ligen. Also hoffentlich können wir also in den nächsten Tagen sowie in den nächsten Jahren also gute Leistungen von den Jungs genießen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese EM und danke dir, Emanuel, für den Austausch. Danke vielmals für die Einladung. Vergesst also bitte nicht mal auf Bolzplatz Artikel zu lesen. Also der Link zur Webseite findet ihr unten und danke für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, ciao, ciao.